So. Gleich spreche ich darüber, wer sich nicht für Nebel über Valskier vorbereitet hat. Ich habe mich über viele meiner Spiele vorbereitet, aber welche Spiele erst irgendwie. Was gestern Nacht erst angekommen? Oder? Ja. Ja. Es ist quietschneu, Nebel über Valskier ist. Aber jetzt ist es da. Also, wir können ja ganz kurz, das konnten wir nämlich jetzt leider nicht zeigen, weil es ist wirklich erst heute Nacht der Container und wurde dann in der Nachtel-Nebel-Aktion ausgeladen. Nebel über Valskier, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ist die deutsche Ausgabe für Mistfall, dem lang erwarteten das ist doch aufregend. Einatmen, aus. Dich lässt dich völlig kalt. Da war heute Morgen Nebel über Valskier. Ja, mal gucken, wenn ich Zeit habe. Also, Entschuldigung, aber wir haben ungefähr 6000 Spiele bei uns im Programm, wenn ich mich bei jedem Spiel so freuen würde. Ja, ich hätte viel zu tun. Ja, aber du hast uns noch was mitgebracht. Genau, ein Spiel, bei mir persönlich am Herzen liegt, Mara und der Feuerbringer. Basiert auf den Jugend-Fantasy-Büchern von Cornelia Krabbeis, der so Kleinigkeiten wie Bendis Brot erfunden hat und vielleicht noch von Elfenes Samstagnacht bekannt ist. Mhm. Autor Fabian Dittmann hat passend zum Buch ein Kappspiel entwickelt, das mit sehr schönem Material gesegnet ist. Wir haben hier ein paar Runensteine dabei aus relativ hochwertigen Resinen. Ja, die sind cool gemacht. Ja, natürlich sind die cool gemacht. Gibt es Heidelberger Spiele, die nicht cool gemacht sind? Da muss ich nachgucken in eurer Liste mit den 6000 Spielen. Da finde ich vielleicht eins. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist das Glück. Okay, aber worum geht es hier? Es geht hier darum, Armageddon zu verhindern. Dazu baut man mystische Orte auf. Das sind diese da. Mystische Orte, Muspelheim. Die Muspelheim, genau. Das Spiel basiert auf der nordisch-germanischen Mythologie nach dem neuesten Stand der Technik. Der Wissenschaft der Technik. Hier sind und alle Orte. Hat halt sehr schöne Flufftexte, die einem auch halt eigentlich Hintergrundwissen vermitteln. Um so einen mystischen Ort herum, ich nehme jetzt mal den roten, weil du zufällig da auch einen roten Runenstein hast, kann ich Runensteine spielen. Ja. Und ich kann um diese roten mystischen Orte auch rote Kreaturen spielen, wie wir sie hier zum Beispiel nicht haben. Wir machen das mal einfach so. Wir nehmen mal einen pinken mystischen Ort und einen pinken Runenstein und eine pinke Kreatur. Wir haben hier zum Beispiel Kari. Kari, der Herrscher der Winde, seine Brüder sind Hila, das Meer und Loi, das Feuer. Er ist Großvater des Nar, des Schnees. Klingt toll, kann man sich merken, muss man aber nicht. Und diese Kreatur kostet zum Beispiel, wenn ich sie spielen möchte, 2 Lila-Runen und eine beliebige. Meine Runensteine laden sich jede Runde auf. Immer das, was auf mich guckt, also normalerweise so rum, in der nächsten Runde hätte ich 2, in der nächsten Runde habe ich 3 und für die 3 Runensteine könnte ich ihn spielen, weil er kostet mich ja 2 Lila und einen beliebigen, Lila ist ja auch beliebig. Dann drehe ich ihn wieder auf 0. Das ist was die Handkarte, was du bezahlen musst oder was du bekommst? Die musst du das auch bezahlen, heißt, plus nein, eine plus eine Handkarte ist ein Wirkeffekt, ich habe ein Kartenlimit. Und wenn ich Kari ausgespielt habe, kann ich eine Karte mehr auf der Hand haben. Also ein dauerhafter Effekt dann? Solange er hier liegt, weil der wird auch um den mystischen Ort gelegt, hat 4 Plätze. Das heißt, ich muss auch irgendwie mehr ausrechnen. Will ich mehr Runensteine haben? Will ich mehr Kreaturen haben? Ich kann im normalen Spiel bis zu 3 mystische Orte haben, beim 4-Spieler-Spiel nur 2 mystische Orte. Okay. So, mein Ziel ist es, Siegpunkte zu sammeln. Wir haben hier goldene Runen drauf, die sind ein Siegpunkt wert. Und je mehr ich ausliegen habe, bei 13 Siegpunkten ist Ende Gelände, ist Schicht. Aber wer zum Beispiel die meisten lila Runensteine offen liegen hat, der kriegt den entsprechenden Runenstein bei sich. Ist das natürlich wahrscheinlich der Liste? Nein, der hier, der ist auch nochmal ein Siegpunkt wert. Mhm. Wenn ich meinem Gegner einen besonders mächtigen Charakter wegtöte, geht er an meinen Siegpunktstapel, ist auch nochmal ein Siegpunkt wert. Ja? Ich habe in diesem Spiel halt Kämpfe, ich habe Aufbaumechanismus und was ich bei Mara sehr schön finde, ist ein Mechanismus drin, der das Spiel ausgewogen macht. Ich habe nicht einen Ziehstapel, sondern 4 Ziehstapel, die ich mit gewissen Karten regelmäßig durchsuchen kann und diese Stapel werden auf eine gewisse Art und Weise am Anfang gestackt. Das heißt, in jedem Stapel sind gleich viele Runensteine drin, gleich viele mystische Orte, gleich viele Kreaturen, sodass es ein bisschen fairer ist. Anfangs war das ein bisschen unausgewogen mit einem Stapel. War einfach alles in einem. Das war halt, da konntest du Pech haben, dass das Spiel irgendwie einen Lockstart hatte. Da ging nichts. Und jetzt, man kann sie auch oft durchsuchen, die Stapel. Ist ein schönes Spiel. Ich finde die Optik sehr schön. Ich mag den Stil, diese Federzeichnungen. Das hat auch seinen eigenen Stil, finde ich auch. Hat einen sehr eigenen Stil. Und vor allem, was mir besonders gut gefällt, ist halt der wissenschaftlicher Hintergrund, dass man wirklich eine Menge über diese Mythologie erfährt. Mhm.
Und es ist, das ist mir auch wichtig zu sagen, frei von irgendwelchem braunen Scheißdenken. Ja, na klar. Also ist nicht irgendwie jetzt hier irgendwie alibimäßig gesagt, ja, das ist von unseren tollen Vorfahren und bla bla bla. Nee, Leute, das ist halt so, wie es wirklich sein sollte und so, wie es führende Wissenschaftler inzwischen wissen, wie es war. Romane einfach mal lesen. Romane von Mara, unbedingt der Feuerbringer. Lesen. Der Film zum ersten Roman kommt jetzt in 2 oder 3 Wochen auf DVD raus. Genau. Wurde leider vom... Total aufwendiger Film, ich glaube auch ein guter Film, der einfach vom deutschen Publikum abgestraft wurde, ja, weil man deutschen Genre-Fantasy-Produktionen... Nicht vom deutschen Publikum, sondern man muss sagen, vom Label, die das Ding als Kinderfilm vermarkten wollten. Okay. Lief nach das Programm. Also ich musste mit meiner Frau... Es gab gar keine Abendvorstellung. Gab es nicht. Ich musste mit meiner Frau Sonntag Nachmittag um 3 ins Kino gehen. Das ist ja ein Traum. Ja? Also Sonntag Nachmittag Deutschland ist ein Kino, ist ein Traum. Ja, das ist ja nicht nur schreiende kleine Kinder, sondern auch die Leute, die ihr Handy unbedingt neu programmieren müssen. Super. Macht immer wieder Spaß. Die bewirfst du dann mit diesen Runenstein. Ja, so in der Art. Mit Popcorn. Ja, nee, cool, vielen Dank. Ich habe dir auch einen Zettel leider reingereicht. Wir haben uns schon wieder totgequatscht und die Zeit ist schon wieder um. Vielen Dank.